Herzlich willkommen zum Face-Yoga oder, wie es auf Deutsch so schön heißt, Gesichts-Yoga. Gesichts-Yoga, was ist denn das eigentlich? Ja, das ist sowas Ähnliches wie das ganz normale Yoga, wo wir ja am ganzen Körper im Prinzip Muskeln anspannen und entspannen, in bestimmte Stellungen bringen, damit sie gedehnt werden. Und genau das machen wir auch mit unserer Gesichts- und Kopfmuskulatur, wenn wir Gesichts-Yoga machen. Wir haben ungefähr 45 Muskeln am Kopf, das ist ganz schön viel, die wir allerdings nicht alle benutzen. Und das werden wir im Gesichts-Yoga ausgleichen. Das heißt, wir werden dort auch Muskeln benutzen, die wir sonst nicht benutzen. Und wir werden Muskeln entspannen, die möglicherweise sehr angespannt sind, wie zum Beispiel hier die Kaumuskulatur, die dann auf die Gelenke geht, weil wir immer die Zähne zusammenbeißen. Das heißt, wir haben einen großen Nutzen vom Gesichts-Yoga, weil es einerseits bestimmte Muskeln entspannt, die wir entspannen wollen, und es durchblutet sehr gut die Haut und regt auch die Kollagenproduktion an. Eigentlich also ein perfektes Anti-Aging. Manche behaupten sogar, dass Gesichts-Yoga die Falten verhindert oder reduziert. Jetzt sagt wahrscheinlich jeder, what? Aber die Frau da hat doch voll viele Falten. Ja, hat sie. Aber die Frau da ist 62 Jahre alt und die darf das haben. Ich stehe voll zu meinen Falten. Jede Falte erzählt eine Geschichte und ich hatte ein wunderbares, aufregendes Leben bis hierhin. Und ich hoffe, dass es noch viele Jahre so weitergeht und noch viele Falten dazukommen. Das Gesichts-Yoga ist trotzdem gut für mich und für alle, die es machen wollen, aus den besagten Gründen. Entspannung, bessere Versorgung mit Sauerstoff und Kollagen und ja, und ein frisches, schönes Aussehen, vor allen Dingen, wenn es von innen kommt, dann kannst du so richtig strahlen und die Strahlefrau rauslassen. Also ich werde jetzt mehrere Folgen machen und wir werden viele Dinge lernen, die du dann zu Hause machen kannst. Und ja, ich freue mich drauf, dass du dabei bist. Bis dahin.